Hallo, was machen Sachen? Ja, ich habe es geschafft, zurück aus Köln, zurück von der Gamescom. Ich war ja, ja, wie ihr gerade im Intro gemerkt habt, ich war auf der Gamescom. Ich war auch ein bisschen früher in Köln, habe da eine Freundin getroffen, habe da übernachtet und habe mir ein bisschen Köln angesehen. Das war super schön, super sweet. Ich habe mich echt wohl gefühlt, war echt eine schöne Zeit. Ihr seht, ich war einkaufen auf der Gamescom. Da kommen wir gleich dazu. Ende des Videos gibt es einen kleinen Haul. Dahinter ist noch eine Wundertüte von Jujutsu Kaisen. Da habe ich mal reingespickt, aber ich habe die noch nicht aufgemacht. Ich dachte, wir machen das im Video direkt, nicht im Stream. Hallo, Vanum aus dem Edit. Der Haul kommt leider nicht, wie versprochen, in diesem Video. Ich habe zu viel Zeit verplempert, über die Gamescom an sich zu reden, meine Erlebnisse, die Spiele, die ich cool fand. Dass das viel zu lange dauert, das kommt dann im nächsten Video. Das kommt dann so bald raus, sobald ich das geschnitten habe. Also das wird heute Abend wahrscheinlich fertig sein. Ja, wie gesagt, das kommt im nächsten Video. Jetzt viel Spaß noch mit meiner generellen Gamescom-Erfahrung, was ich so gemacht habe. Und wie gesagt, hol dann nächstes Mal. Tut mir leid, es hat viel zu lange gedauert, habe ich nicht geschätzt. Ich dachte, ich rede 10 Minuten über Gamescom und dann können wir Haul machen, aber ich habe mich dann total verlabert und wurde jetzt dann noch ein bisschen länger. Nicht im Stream. Und ich muss mich an alle Stream-Leute entschuldigen. Ich habe auf Twitch das Maul viel zu voll genommen, dass ich halt einen Vlog mache oder so und ich habe nichts aufgenommen. Ich habe das total verballert. Ich habe hier und da ein paar Fotos von mir gemacht, aber ich glaube, es war nur so eine Handvoll. Das ist absurd. Ich hasse es, Fotos von mir zu machen. Videos kein Problem, aber wie ich mache ein Foto von mir. Ich hasse Fotos zu machen. Ich weiß nicht, ob es gibt jemanden, der das auch nicht mag, sich Fotos von sich zu machen. Sagt, ein paar Fotos habe ich gemacht. Wenn was Schönes dabei ist, ich hau das dann demnächst auf Instagram und auf Twitter drauf. Wer da Bock hat, da kann da mal vorbeischauen und sich Fotos angucken. Wenn nicht, der bleibt halt hier und geht woanders hin. Keine Ahnung. Alles unten in der Beschreibung, könnt ihr euch raussuchen, wo ihr hin möchtet. Ich habe jetzt auch ganz neu einen Linktree gemacht, den verlinke ich euch. Da könnt ihr euch dann raussuchen, auch wo ihr mir folgen möchtet, was für ein Quatsch ich mache. Und ja, sagt Haul gibt es dann gleich am Ende. Ich bin froh, dass ich überhaupt zu Hause angekommen ist, weil Deutsche Bahn ist ja anders wild. Ich bin halt ja, Deutsche Bahn hingefahren. Ich dachte mir, ich mache es mir mal leichter und ich kann mit meiner. Wieso zähle ich eigentlich raus? Seht ihr euch kein Schwein? Zum Beispiel im ersten Stock, selbst wenn ihr sehen würdet, ihr könnt mein Auto nicht sehen. Ich habe so einen alten Opel Corsa. Der ist halt alt und funktioniert nicht so gut. Er tut seine Dinge, aber ich krieg nicht nochmal TÜV, sagen wir es so. Er macht auch manchmal komische Geräusche und macht mir Sorgen, da kommt jetzt hier nichts. Einer guckt da mal nach. Ja, mit dem wollte ich jetzt nicht unbedingt nach Köln fahren. Das sind so knappe 3 Autostunden und das wollte ich mit meinem kleinen TÜV nicht fahren. Werde ich nächstes Mal gucken. Entweder fahre ich mit einem Flixbus oder einem Flixzug. Das wusste ich gar nicht, dass das so existiert. Da muss ich halt von Frankfurt nach Köln fahren. Der ist halt deutlich günstiger. Laut meiner Freundin halt sehr unbequem, aber ist mir egal. Ich muss nur einen Zug kriegen oder einen Bus und dann bin ich weg. Nicht den kompletten Wahnsinn, wo ich 3, 4 Mal umsteigen muss, bis ich dann irgendwann mal vielleicht in Köln bin. Oder auch nicht, weil der Zug nicht kommt. Ist auch so generell Geschichte der Deutschen Bahn. Entweder kommt er zu spät oder kommt gar nicht. Das Geilste hatte ich auf der Rückfahrt. Da war der ICE von Köln nach Frankfurt so spät dran, dass sie meinen ausfallen lassen haben und alle den ersten nehmen mussten, weil der erste kam halt zu der Zeit, wo meiner kommen müsste. Und haben gesagt, okay, dann streichen wir den halt einfach direkt und alle fahren mit dem viel zu spät fahrenden Zug. War wild. Hat auch keiner dem Personal gesagt. Erst wie die so 4, 5 Leute durch hatten, die gesagt haben, ja, ist da eigentlich der falsche Zug, in dem du hier sitzt. Und haben angerufen haben, was jetzt hier los ist, dann kriegen sie erst die Info, ja, ist okay, wir haben den einen Zug gestrichen, die sollen jetzt alle mit dem Zug fahren. Die haben dem Personal nicht mehr Bescheid gesagt, ist ja auch wild. Ja, und auf der Hinfahrt ging auch mein Zug irgendwie verloren, da, oder halt, der wurde blockiert. Auf dem Gleis, wo er eigentlich abfahren sollte, stand nämlich noch einer. Der hat seine Waggons gesucht. Keine Ahnung, der wollte nach, ich sage jetzt einfach mal Duisburg. Dem haben 2 Waggons gefehlt. Die wussten auch nicht, wo die sind. Die waren weg. Ich weiß nicht, wie man Waggons verlieren kann. Die sind jetzt nicht so klein, dass man die immer irgendwo hinschieben könnte oder so. Wo die sie hin sind, wenn die verloren hat. Wie verliert man 2 fucking Waggons? Wie geht das? Ja, dann haben sie dann ewig geguckt, wo sie halt den Kölner Zug parken. Weil war ja anscheinend voll oder so. Oder keine Ahnung, es muss ja irgendwie geplant werden. Und wie ich dann eine Info war, hatte ich auch die Dame nochmal komplett verwirrt erlebt. Weil laut deren Plan fährt der Kölner Zug erst weg und dann fährt er an. Wie das im System funktioniert, soll mir einer erklären. Ich weiß es nicht. Die Dame am Schalter war so genauso irritiert wie ich und hat dann gesagt, ja, müssen Sie gucken, die sagen dann durch, wo Ihr Zug jetzt anhält. Weil geht ja da nicht, weil da steht ja der Duisburger Zug. Der sucht noch seine Waggons. Der hat die wahrscheinlich hoffentlich irgendwann gefunden. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind tatsächlich früher weggefahren wie der mit seinen 2 fehlenden Waggons. Ich hoffe, die haben ihre Waggons gefunden. Aber das ist wild. Hey, Deutsche Bahn ist wild. Generell, es kam nie ein Zug pünktlich. Es kam. Oh, ich glaube, 2 Züge oder so kamen tatsächlich so, wie sie fahren sollten.
Aber sonst halt kompletter Wahnsinn. Wieder ausgefallen, zu spät gefahren. War wild. Konnte man ja auch nicht ahnen. Das war, ich weiß nicht, ob es einfach generell Deutsche Bahn ist oder ob die in Köln komplett überfordert sind, weil es war Gamescom. Dann hatte Helene Fischer ein Konzert. Dann hat irgendwie Samstag noch irgendein Fußballding gespielt. Und noch irgendjemand hatte irgendwo ein großes Konzert. So. Keine Ahnung, ob die dann einfach überfordert waren, dass auf einmal plötzlich so viele Leute da sind, dass so viele Konzerte da sind. Hat man damit nicht gerechnet, weil das ist ja nicht angekündigt. Das wird ja nicht Wochen, Monate lang vorher angekündigt oder so. Ich habe keine Ahnung, aber Deutsche Bahn ist wild. Wie gesagt, ich mache den Quatsch nicht mehr mit. Entweder leihe ich mir von irgendeinem Kollegen ein Auto aus oder ich fahre halt tatsächlich Flixbus oder Flixzug. Die Deutsche Bahn kann sie nicht antun. Zumal Flixbus halt deutlich günstiger ist wie Deutsche Bahn Wahnsinn. Ja, so viel dazu. Hin- und Rückreise war sehr wild, sehr, sehr stressig. Mein letzter Zug ist auch ausgefallen, aber meine Mom konnte mir ein Friedberg abholen und genau euch nach Hause. Ja, da habe ich mich aufgeregt, guck dann halt, weil der IC von Köln nach Frankfurt eh schon so spät kam. Muss ich ja dann auf Friedberg und dann halt von Friedberg nach Hause. Und ja, der letzte kam halt nicht. Also, wen rufst du denn jetzt an? So um nachts um 10 oder so oder 9. Aber meine Mama hat sich zum Glück gemeldet und hat mich abgeholt. Ey, sonst hätte ich noch länger da gestanden, wäre ich irgendwie um 12 oder U1 irgendwie daheim angekommen, wenn er irgendwo gefahren wäre. Ja, nichtsdestotrotz, ich habe es heimgeschafft am Sonntag noch. Es war halt abenteuerlich. Ja. Auf der Gamescom selbst habe ich die AAA-Titel nicht angespielt. Wie gesagt, ich war halt den kompletten Samstag da, der halt primär für mich da war, dass ich halt Freunde wiedersehe, die ich lange nicht treffe, weil ich habe halt viele Freunde, die halt außerhalb wohnen und die treffe ich tatsächlich nur auf so Conventions und ich habe dann halt quasi eine Freundesgruppe nach der nächsten angeguckt und mit dem ein bisschen was gemacht. Ich war sehr, sehr lange mit vielen, vielen Leuten in der Retro-Arena und in der Indie, die sind ja direkt nebeneinander, da waren wir sehr lange. Oder halt dann hinten Halle 8, wo dann hast du halt außen so einen schönen Außenbereich, der war echt nice. Ja, und da waren wir viel und haben einfach gequatscht und so. Lustig war, ich habe einen Kollegen habe ich. Ja, der will jetzt VTuber werden. Ich nenne noch keinen Namen, weil es steht noch kein Debüt fest. Den habe ich ein bisschen was in Unreal zusammengebastelt. Der hat mich auch. Das hat mich dafür bezahlt. Ich fühle mich echt ein bisschen schlecht. Das ist meine Bezahlung. Für eine Unreal-Szene aufbauen mit ein paar Plugins wie Twitchworks und Face Motion, dass du halt das Gesicht tracken kannst über das iPhone und ein bisschen Firlefanz. Das ist meine Bezahlung dafür. Ich habe ein Display vom Pokémon geschenkt bekommen. War cool. Ist eine coole Sache, weil das brauchen wir für unseren Workshop. Der ist auch unten. Ich habe unten jetzt ganz neu, ich habe mir einen Linktree gemacht. Ich packe jetzt nicht mehr alle Seiten einzeln. Ich habe jetzt einen Linktree für alle Kontakte. Da könnt ihr euch dann Blödsinn raussuchen, wo ihr hin möchtet, weil ich bin halt doch auf vielen Seiten jetzt vertreten und sucht euch da draus, was euch interessiert. Das ist für Vogt. Ich habe, glaube ich, mal kurz drüber gesprochen. Ich hatte ja einen Highlight-Kanal. Nee, ich hatte ein Highlight-Video. Das ist, glaube ich, das Video jetzt davor, wo wir Pokémon verkaufen. Und das ist eins der Displays, die es dann eventuell im nächsten Stream zu geben gibt. Es gibt noch keinen Termin, wann. Ich muss mich jetzt mit meiner Kollegin absprechen, weil wir beide Zeit haben. Generell Vogt ist, wir machen einen Startpreis von wahrscheinlich 5 Euro. Ich glaube, 5 Euro ist ein guter Startpreis für so Boosters. Und dann könnt ihr drauf bieten und das wird dann entweder, also die einzelnen Booster, entweder könnt ihr sagen, wir machen die im Stream auf und guckt, was drin ist und kriegt die dann zugesendet. Wir tüten die natürlich schön für euch ein, wenn ihr was Schönes dabei habt. Also entweder eine kleine Plastikhülle oder ihr kriegt halt diese festen, ich weiß nicht, wie die heißen, diese festen Plastikhüllen. Ja, oder ihr kriegt die zu. Wenn ihr wollt, kriegt ihr auch die zu und Booster und könnt dann selber zu Hause aufmachen. Ja, das ist eins. Wir haben auch Obsidian Flame, den habe ich jetzt nicht da. Der sitzt noch bei meiner Freundin. Also der Booster. Und ja, vielleicht kommt ihr ja mal mit auf Wupp mit rein. Ist eine coole Sache. Wie gesagt, Termine sind noch nicht fertig. Wir wollen öfters jetzt streamen, so alle 2 Wochen ungefähr. Je nachdem, wir müssen es zeitlich schaffen. Und vielleicht sehen wir uns ja da. Da gibt es auch echt ein paar süße Sticker. Wenn ich schon dabei bin, machen wir richtig Werbung. Ich habe nämlich hier selber ein paar Sticker gedruckt. Es wird demnächst wahrscheinlich noch mehr geben. Haben wir so kleine Eevee-Sticker. Ich bin generell am überlegen, wenn einer da ein bisschen mehr weiß, ich möchte gerne einen kleinen Shop aufmachen. Ich weiß nicht, ob ich das über Etsy mache, dass man halt so Sticker und so weiter oder halt A5 oder A4 Drücke von meinen Zeichnungen hat. Aber ich glaube, Etsy ist da eine gute Seite. Wird wahrscheinlich demnächst irgendwas geben, wo man die dann halt auch kaufen kann, wer da Interesse hat. So Sticker, A4, A5, eventuell Buttons, weil Toko macht auch Buttons. Die kann sie mir dann drucken oder pressen machen, keine Ahnung. Und das.
bin ich ein bisschen aufbauender. Kann aber sein, dass das noch eine Weile dauert, weil ich muss da ein bisschen Sachen noch herausfinden. So, okay, wie gesagt, Gamescom war ich halt mehr bei Indie und bei Retro. Generell habe ich ein paar coole Spiele gefunden oder gesehen und ein bisschen angespielt. Es macht jetzt keinen Sinn, dass ich euch irgendwas zu den AAA-Titeln sage, weil die habe ich nicht angezockt, weil das hat mir. Ich habe keine Geduld, das hat mir viel zu lange gedauert. Ich habe die Spiele gespielt, wo die Schlange halt nicht so lang war. Und wie gesagt, weil wir halt bei vielen, vielen Kollegen einfach in der Indie-Retro-Arena waren. Da gab es auch eine kleine Bühne, das war cool. Da habe ich. Ey, da habe ich einen getroffen, der war echt genial. Den habe ich vorher nicht gekannt, mit dem habe ich mich auch vorher unterhalten. Der macht Musik mit einem Gamer auf der Bühne. Ey, ich hab das so gefeiert, das war so geil. Den will ich euch nicht vorhalten. Ich habe auch eine CD von ihm gekauft. Ist der Jute hier? Ist das so richtig? Ich habe zwei Stickers hier. Volt Kid. Kann ich nur empfehlen. Folgt dem Guten. Der hat ein bisschen was auf Spotify. Er folgt dem Guten. Der macht echt so geil. Und er hat halt auch vor der Bühne gestanden mit seinem Gameboy und hat mit dem Gameboy Musik gemacht. Ey, und nicht nur Show, der hat wirklich mit dem Gameboy Musik da auf der Bühne gemacht. Das ist halt in der Zwischenzeit, so zwischen dem zweiten Lied oder so. Hat es nicht ganz funktioniert, da war die Batterie leer, musste erstmal die Batterie wechseln. Ja. Und ich habe mir natürlich die CD von ihm geholt. Warte mal, vielleicht mal aus der Hülle rausmachen. Sieht man das? Mit einem kleinen Autogramm. Ich weiß nicht, es ist halt sehr dunkel. Ich glaube, das Autogramm sieht man nicht. Ich sag, den Dude, wenn ihr so 8-Bit-Musik und sowas feiert, checkt den unbedingt aus. Der macht echt coolen Scheiß. Total lieber Kerl. Kleine Empfehlung meinerseits. Ich guck mal, ich hau seine Sachen im World Kit mit unten in die Beschreibung. Da müsst ihr nur draufklicken. Ich weiß nicht, ob ich Spotify verlinken kann. Habe ich noch nie probiert. Wenn das geht, dann ist das auch verlinkt, wenn das andere Social Media von ihm. So. So, es geht ja um die Gamescom und ich möchte halt euch auch nicht entlassen, ohne dass man ein bisschen über Games gespielt hat. Wie gesagt, ich war halt mehr in der Indie-Szene unterwegs. Hier und da sind ein paar größere Titel. Das meiste ist halt Indie. Ein Spiel, wo ich sehr, sehr viel Spaß hatte, da gab es halt eine, ich glaube, war das Halle 7 oder Halle 8 oder wie so, Entertainment Arena, wo man halt verschiedene Events hatte, wo man verschiedene Spiele gegeneinander spielen konnte, aber halt unter anderem Street Fighter. Ich hatte super Spaß, habe gegen ein paar Leute am Samstag Street Fighter gespielt, habe halt immer aufs Maul bekommen, weil ich darin nicht gut bin, aber es hat Spaß gemacht. Und was ich auch sehr, sehr lustig fand, ein Spiel, was ich tatsächlich mich gemeldet habe für Spieletester und ich bin zugelassen worden, ist Stampede Racing Royale. Ich blende das irgendwann. Es ist ein super Spiel. Es ist halt absolutes Chaos. Es ist halt wirklich ein Rennspiel, also wie Mario Kart etc. Halt nicht gegen 8 Leute oder 12 Leute, nein, 60 Leute. Ein Battle Royale Rennspiel. Echt so geil. Komplettes Chaos, wie du startest erst, also sind 3 Runden. Du startest erst mit, was waren es, 60 Leuten. Du musst halt in die ersten 40 kommen. Dann starten diese 40 Leute nochmal gegeneinander und dann halt die letzten 20 gegeneinander. Es ist super geil. Es hat so einen Spaß gemacht. Ich mag eigentlich Rennspiele nicht, aber ich hatte so einen Spaß, das Spiel zu spielen. Wie gesagt, auch dort packe ich euch das in die Beschreibung. Momentan ist es noch offen, dass ihr halt mit an der Beta machen könnt und halt als Testspieler mitmachen könnt. Ja, vielleicht wollt ihr damit spielen? Wie gesagt, ich hatte echt Spaß, das zu spielen. Wir haben ein paar Runden gemacht. Ich bin die ersten paar Runden in meine erste Runde rausgeflogen. Egal, ich habe es dann einmal geschafft in die zweite Runde. Aber es macht halt echt sehr viel Spaß. Wie gesagt, das ist noch eine Testphase, wird getestet. Ich packe das ohne die Beschreibung und vielleicht wollt ihr auch testen. Also soll ein super Spiel. Ein größeres Spiel habe ich euch dann noch von Bandai Namco. Da habe ich auch an der Bude mitgemacht und da gab es Preise zu gewinnen. Leider waren selbst am Samstag schon ein paar Preise aus, aber. Ich habe ein bisschen was gekriegt dafür, dass ich das Spiel gespielt habe. Gab einen One Punch Man World. Hey, guck mal, sogar hier. Könnt ihr das? Kann das? Geht das? Hier ist er nochmal besser drauf. Das könnt ihr scannen und dann kommt ihr dazu. Ich hatte auch super viel Spaß bei dem Spiel. Bisschen blöd war, die hatten keine Controller da. Das war alles mit der Tastatur. Mit der Tastatur ist ein bisschen hakelig. Auf Controller wäre das bestimmt richtig geil. Da hatte ich auch richtig Spaß. Habe ich das Spiel ein paar Mal gespielt, weil nichts los war. Gegen Abend war halt weniger los. Am Samstagabend habe ich mich, ich habe, glaube ich, 2, 3 Runden extra noch bekommen. Ich habe mir nur an jeden angestellt. Halt. Ich habe das gern gespielt. Das hat Spaß gemacht. Da gab es halt einfach für Aufgaben, die du erfüllen musstest. Du musstest das Spiel spielen. Du konntest gegen so einen Boxsack schlagen. Komplett versagt. Ich habe, glaube ich, 230 Punkte gekriegt bei so einem Boxsack schlagen, weil ich bin schwach ohne Ende. Und halt ein Foto machen. Da gibt es eins der Fotos, wo ich nicht komplett kacke aussehe. Oder halt, wo es am schönsten ist. Kommt unten auch auf Instagram dann. Ja, da hatte ich auch sehr viel Spaß. Auf das Spiel freue ich mich auch. Wenn das rauskommt, werde ich mir das holen, weil das hat echt Laune gemacht. Das war cool, das war lustig.
So, wie gesagt, ich war ja mainly in der Indie-Halle unterwegs und hier gebe ich euch ein paar meiner Empfehlungen, also Spiele, die mich überrascht haben, die mir gefallen haben, wo ich halt mehr dahinter bin und wo ich auch selber ein bisschen verfolge. Natürlich alles in die Beschreibung unten verlinkt, wenn euch ein Spiel interessiert. Ich werde hier ein paar Sachen vielleicht einblenden, links oder rechts. Und da könnt ihr ein bisschen selber verfolgen, sind echt ein paar coole Sachen dabei. Generell Indie ist halt, ist dieses Jahr sehr stark unterwegs gewesen, fand ich. Leider nicht viel Horror. So, ich habe nichts gesehen, was großartig Horror war. Aber es gab halt echt viele coole Sachen und ich habe mir ein paar meiner persönlichen Highlights rausgesucht und präsentiere die euch. Auch hier, ich werde nichts spoilern bei keinem Spiel. Ich finde das ein bisschen unfair dann. Aber so, ich werde so ein bisschen grob erklären, was das jetzt für ein Spiel ist. So ganz grob nur. Das Video ist eh viel zu lang. Okay, wie gesagt, mein absolutes Highlight, wo ich nicht mit gerechnet habe, weil ich auch absoluter Rhythmusnulpe bin, ist Billy Bust Up. Das Spiel ist absolut cute gemacht. Es ist super sweet und super niedlich. Ich habe mich auch mit, ich weiß nicht, ob es der Entwickler oder einem der Entwickler ist, unterhalten, aber da weiß man über Character Design und halt ein paar Physics-Sachen. Und ja, es ist super sweet. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Overworld gespielt, habe mich ein bisschen umgeguckt und habe einen der Bosse besiegt. Und es ist einfach so cool, es ist einfach so absurd und nice, dass du halt während du von dem Boss quasi flüchtest, also es ist ein Jump'n'Run, du läufst weg und musst über Sachen hüpfen. Du musst springen bei einem Jump'n'Run, wer hätte es gedacht? Springen und rennen! Und während du wegrennst, läuft ein Musikstück und du musst passend dazu dann halt die Hindernisse überspringen. Das ist echt cool gemacht, dass du halt wirklich auch, wenn du es kannst, in dem Rhythmus die verschiedenen Sachen springen, ausweichen und sonst weiter. Das ist echt cool gemacht. Wie gesagt, check das Spiel unbedingt aus. Ich war so begeistert davon. Das war alles so super cute. Und das Spiel an sich hat mir echt Bock gemacht. Selbst ich hab's beim zweiten Versuch habe ich es geschafft. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut für mich ist oder für das Spiel, aber ich habe das gesagt, auch der Song alleine. Ich habe jetzt den Song auf YouTube angeguckt. Ich habe auch teilweise auf der Rückfahrt den Song einfach nur gehört, weil der super nice ist. Ja, checkt das Spiel unbedingt aus. Absolute Empfehlung von mir. Ist mein Highlight gewesen von den Indie-Dingern. Ich habe einfach mit dem Highlight angefangen, weil ich den Spiel einfach super finde. Okay, es gibt Passepartout 2, habe ich dort angezockt. Das gibt es anscheinend schon ein bisschen länger, aber fand ich auch sehr, sehr nice. Wir hatten den ersten Teil ja gespielt. Und der zweite Teil ist quasi der erste Teil, nur besser. Es gibt mehr Tools, du kannst auch dir deine Gegend aussuchen. Also du hast so eine Oberwelt, wo du deine Staffelei aufstellen kannst und kannst dann halt einfach losmalen und dort deine Bilder verkaufen. Ich habe auch im Trailer gesehen, das habe ich jetzt im Spiel nicht angezockt. Ich habe rein auf Leinwand gemalt mit verschiedenen Tools, dass man halt auch unter anderem 3D-Objekte anmalen kann, wie Autos, du kannst sie dann drehen und anmalen. Das habe ich jetzt persönlich nicht gesehen, ich habe es im Trailer gesehen. Auch fand ich echt super nice, hatte ich auch sehr viel Spaß. Ich hatte im ersten Teil schon Spaß, war dann verwirrt, dass die Leute so viele Augen mögen. Aber hier. Ich sagte, check das aus. War cool. Ich sagte, das selbst erklären, Passepartout 1, Passepartout 2 ist halt einfach nur besser. Mit mehr Tools. So, okay. Was ich auch super, super lustig fand, ist The Strongest Tofu Fagreel Adventure. Das muss ich jetzt abgucken, weil ich kann den Titel nicht merken. Es ist auch ein Jump'n'Run und du spielst einen Tofu-Würfel. Wie der Titel schon sagt, so ein Tofu-Würfel ist ziemlich zerbrechlich. Und das ist das, was im Spiel passiert, wenn du nicht aufpasst und zu weit fällst und so weiter, gehst du kaputt. Das ist super lustig. Da habe ich es nicht weit geschafft. Ich hatte einfach viel zu viel Spaß, den Tofu-Würfel zu zerstören. absurde Prämisse, sehr, sehr lustiges Spiel. Und ich hatte absoluten Spaß, den Tofu-Würfel zu zerstören auf der verschiedensten Art und Weise. Gegen Wände springen, einfach fallen und fällst so auseinander. Kisten auf dich drauf fallen lassen und so. Das ist super lustig. Sagt, wenn ihr Jump'n'Run Adventures möchtet, ein Billy Bust-Up abchecken und das Strongest Tofu abchecken, ist es super lustig. Einfach, weil du einfach so absurd. Es hat was von Super Meat Boy, nur nicht ganz so schwer. Also auf jeden Fall, den Teil, den ich angespielt habe, war nicht ganz so schwer. Ja, aber war super lustig, einfach den Tofu zu zerstören. So. Für die Leute, die mir auf Point and Click Adventure stehen und weniger auf Jump'n'Run, habe ich auch hier einen Titel, den fand ich super, super nice. Da hat mich auch, ja, allererstes der Style gecatcht. Ist Prime. Der Style an sich hat was von Starve Together oder Tim Burton. Es ist halt sehr, 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 sehr markanter Style, wie das Ganze gezeichnet ist. Und es ist halt ein Point and Click Adventure, das sich nicht ganz so ernst nimmt. Und ich hatte auch sehr viel Spaß, das zu spielen. Und einfach zu so gucken, halt Point and Click Adventure, was funktioniert mit wem und wie funktioniert und wie reagiert der Charakter da drauf. Es ist echt sehr, sehr nice gemacht. Aber wie gesagt, hat mich halt als erstes der Style gefesselt, weil es sah einfach cool aus, es sah anders aus. Und ja, vielleicht checkt ihr das auch mal aus. Wie wär's mit, ja. So, wenn wir jetzt schon bei Point and Click Adventures waren, es ist mit Rätsel verbunden, wie wär's mit einem Rätselspiel? The Murder Hotel, fand ich auch sehr, sehr interessant, sehr, sehr nice. Hat was von Danganronpa, nur nicht ganz so
Absurd wie Danganronpa. Auf jeden Fall das, was ich gespielt habe, also mehr die Spieleart, dass man halt, man hat einen Mord und muss herausfinden, was da jetzt passiert. Das hat mich, wie gesagt, sehr an Danganronpa erinnert. Man hat noch nicht diese komischen Verhörszenen, wie man sie da hat, aber man muss halt auch Hinweise suchen. Man kriegt halt verschiedene Rätsel gestellt und muss das halt alles herausfinden, wer hat jetzt Kollege B getötet. Das für alle Leute, die ein bisschen gerne Rätsel mögen. Das kann auch wahrscheinlich unter anderem sehr, sehr schwer werden. Ich weiß halt nicht, welchen Abschnitt von dem Spiel ich gespielt habe. Aber ich habe es nicht herausgefunden, wer den Kollegen erdolcht hat. Wenn es erdolcht war, ich weiß es nicht. Bisschen Credo, ich weiß, dass der tot ist, aber ich weiß nicht warum. Ja. So, das letzte, was ich euch vorstellen möchte, ist dann Beat 'em Up. Nennt sich Quit Today. Der Titel sagt schon alles, wir wollen kündigen. Das ist alles nicht so einfach. An für sich, ich spiele halt echt unwahrscheinlich gerne Beat 'em Ups. Ich bin unwahrscheinlich schlecht darin, sei es jetzt Smash Bros., sei es jetzt als Street Fighter. Ja, bin ich die Beste, aber ich hab echt viel Spaß bei sowas. Deswegen mache ich ja auch ein Fighting Game oder Beat'em Up Game. Halt, das ist jetzt ein Beat'em Up Game, ein One-Play Beat'em Up. Also du alleine kämpfst gegen Wellen an Gegner. Und ich mache ja was, wo du halt Player versus Player, wo es das Ziel ist, Player versus Player zu machen oder Player versus Computer. Ja, fand ich auch sehr, ich hatte auch sehr viel Spaß dabei, einfach Roboter zu vermöbeln. War sehr, sehr lustig. Ja. So, das waren jetzt meine Spiele-Highlights. Wie gesagt, ich habe nicht alles angezockt. Ich will auch nicht über Spiele reden, die ich nicht selber gespielt habe. Es gab viele, viele andere Spiele, die ich nicht angezockt habe, aber die vom Anschauen schon Spaß macht. Aber darüber möchte ich nicht reden. Ich möchte halt keine Empfehlung von einem Spiel geben, das ich halt nur gesehen habe, aber nicht angezockt habe. Und deswegen, viele Sachen sind nicht vertreten. Wie gesagt, AAA-Titel, da habe ich einfach keinen Bock, 2 Stunden zu stehen. Ich hatte eh schon zu wenig Zeit und wenn ich jetzt 2 Stunden nochmal irgendwo stehe, komme ich ja so gar nichts mehr. Und ja, gesagt, das war meine Gamescom, meine Empfehlungen. Es tut mir leid, dass ich, ich habe einen Einspieler gemacht, der Haul kommt dann im nächsten Video. Das mache ich dann auch gleich fertig, nehme ich gleich alles nochmal auf und zeige euch das dann, weil das Video an sich ist schon deutlich länger, wie ich gedacht habe. Ich habe gesagt, ich rede so 10 Minuten über die Gamescom und dann können wir den Haul machen, nochmal 10 Minuten oder so. Aber ich bin jetzt schon deutlich weiter über 10 Minuten. Zeiteinschätzung ist nicht meine Kunst. Timing ist nicht meine Kunst. Timing ist furchtbar schlecht. Für Doku-Fragen. Mein Timing ist furchtbar in alle Hinsicht. Ja, wie dem auch sei. Haul kommt dann gleich im nächsten Video. Das lade ich dann hoch, sobald es fertig ist. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, vielleicht sehen wir uns auf der nächsten Gamecom oder der nächsten Convention. Ich versuche generell ein bisschen mehr auf Anime-Cons zu sein. Vielleicht auch mal als Künstler, weiß ich noch nicht. Aber mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns vielleicht im nächsten Video. Mit dem Haul, weil die Tüte lacht euch. Obwohl, ich glaube, die seht ihr gar nicht. Die ist ziemlich überleuchtet, sich jetzt gerade auf OBS. Soll vielleicht öfters mal auf mein OBS gucken und ich immer auf meinen Bildschirm starren und den Text angucken. Also ich habe mir Stichpunkte gemacht, die seht ihr nicht. Kommt dann im nächsten Video. Wie gesagt, dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum Haul. Bye, bye.